Entlassung von Thomas Reis beim FC Schalke 04. In anderen Worten, auf Schalke fällt ein Sack Reis um. Oh, ich dachte, du machst den Reißleine-Joke. Nee. Weil der geht ja doppelt. Ne? Reißleine ziehen, ja. Und Reis zieht Leine. Ja. Das geht natürlich in alle Richtungen. Ich fand lustiger, auf Schalke fällt ein Sack Reis um. Ja, und ungefähr so viel Newswert hat ja eine Trainerentlassung auf Schalke auch im historischen oder letzten 5-Jahres-Kontext deutscher Fußball, würde ich sagen. Denn ja, more of the same. Es hat am Ende bei Reis, es fühlt sich anders an, ja. Aber es hat wieder nicht für eine volle Saison quasi gereicht. 31 Spiele als Schalke-Chefcoach. Mehr nicht? Nee. Fühlt sich mehr an, ne? Fühlt sich nach mehr an, ist es am Ende nicht geworden, ist jetzt eben entlassen worden. Nach der Niederlage auf St. Pauli, 3-1 Schalke verloren. Ja. Die kam, nachdem man kurz gehofft hatte, dieser Sieg der Moral, wie Peter Knebel es genannt hat. Gegen Magdeburg, hätte die Wende gemacht, hat aber nicht. Schalke steht auf Platz 16 nach 7 Spieltagen mit 7 Punkten und Matthias Kreuzer, Co-Trainer, wird die Mannschaft Stand jetzt erstmal interimsweise betreuen, richtig? Genau, und Büskens wird auch wohl wieder wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine tragende Rolle gehen. Yes, aber auf jeden Fall Oliver Kreuzer. Zitat Mike Büskens, yes, honey. Ja, es ist so. Also auf jeden Fall Matthias Kreuzer, aber jetzt bin ich mir, ich glaube aber, dass ich Büskens gelesen habe. Ich habe die PK vorhin geschaut, aber habe es mir natürlich nicht gemerkt. Reis verlässt den Verein, guckt man nur auf diese Saison, ist das, glaube ich, nachvollziehbar, ne? Ja, wenn man sagt, die sind 16. nach 7 Spieltagen mit 7 Punkten, Verein, der ganz klare Aufstiegsambitionen hat, das ist zu wenig, müssen wir nicht drüber reden. Trotzdem, ich kann mich nicht so ganz davon freimachen, auch in dem Kontext Nachfolgekandidaten, über den wir nachher noch reden können. Ja, ich frage mich einfach so ein bisschen, ob es die richtige Entscheidung ist oder ob es notwendig war. Ich sage nicht, dass es nicht ist. Ich bin da zu keinem klaren Urteil bei mir gekommen bis jetzt. Wir reden gleich darüber. Lass uns erstmal über Thomas Reis sprechen. Also ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, Thomas Reis wäre ideal dafür gewesen für Jahr 2 Bundesliga. Ja, kratzen, beißen, Klasse halten. Genau, auf dem, was sie auch schon in der Vorsaison unter ihm gemacht haben, aufzubauen in der Bundesliga und weiterhin die Rolle bespielen zu können, in der er sich offensichtlich auch am wohlsten gefühlt hat, nämlich die Underdog-Rolle wenn du 17 Gegner hast gegen eigentlich 15 von 17 Gegnern, genau diese anzunehmen. Thomas Reis in der Bundesliga hat er ja übernommen, glaube ich, im Oktober für, Spieltag um den Dreh. Für Frank Kramer und hat 25 Punkte geholt aus 23 Spielen. Klingt jetzt nicht wie die Welt, aber er ist in der sogenannten Reis-Tabelle, wäre er 14. gewesen, sogar Platz 12 nach Expected Points. Und mit seinem Punkteschnitt, wenn man den auf die gesamte Saison hochgerechnet hätte, hätte Schalke 37 Punkte geholt. Auch mit denen wärst du in der Vorsaison 12. gewesen. Ja. Deswegen in der Bundesliga und in dem Bundesliga-Teil, den Thomas Reis betreut hat, kann ich ihm tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten wenige bis gar keine Vorwürfe machen. Nee, gerade in der Rückrundentabelle, glaube ich, sogar einen einstelligen Platz sich gesichert. Und ja, ist nicht das erste Mal, dass wir darüber reden. Mit Thomas Reis für die gesamte Saison wäre Schalke 04 wahrscheinlich heute noch Bundesligist. Das ist so nicht passiert. Man ist jetzt in zweiter Liga, man muss dieses Spiel um den Aufstieg annehmen, diese Saison den Kampf um den Aufstieg annehmen. Und das klang ja bei dir gerade schon so ein bisschen durch. Die Art und Weise, wie Thomas Reis als Coach agiert und was er für einen Fußball spielen lässt, ist eben für eine Mannschaft, wo sich die Vorzeichen komplett umkehren in der zweiten Bundesliga, wo du in 15 von 17 Spielen plötzlich Favorit bist und nicht der Außenseiter. Auf dem Papier vielleicht nicht die richtige, auch wenn er natürlich schon mal aufgestiegen ist. Ist er schon mal? Die Frage ist halt, also du kannst halt nicht einfach quer vergleichen, wie sah die zweite Liga damals aus, als er mit Bochum aufgestiegen ist, wer waren die anderen Mannschaften, wie waren die Teams aufgestellt? Bochum-Schalke ist auch nicht, kannst du auch nicht vergleichen von dem, was da die Erwartungshaltung ist. Und mein Gefühl ist einfach, oder das ist der größte Vorwurf, den ich machen würde, ist, dass auf Schalke, und dann nehme ich halt Thomas Reis natürlich mit in die Verantwortung als Trainer, weder im Kopf noch in der Spielanlage auf dem Platz der Schalter umgelegt worden ist von wir sind Underdog zu wir müssen eigentlich den Anspruch haben, wenn wir jetzt nicht gerade gegen den HSV und aufgrund der extremen Spielweise Magdeburg spielen, eigentlich in jedem Spiel die bestimmende Mannschaft zu sein. Ja, und das haben sie überhaupt nicht angenommen. Generell, das ist, glaube ich, der ganz große Vorwurf. Es hat sich nichts geändert an der Herangehensweise fußballerisch zwischen Liga 1 und 2 und bei den grundlegend unterschiedlichen Saisonzielen, die man in diesen Ligen hat, ist das natürlich eine fragwürdige Herangehensweise. Und das Timo Baumgartl-Interview, was natürlich auch große Wellen geschlagen hat am abgelaufenen Spieltag, ja, es ordnet sich selbst ein bisschen ein, finde ich, jetzt im Laufe dieser Woche. Und zwar als vielleicht auf der Art und Weise nicht hundertprozentig richtig, vielleicht hätte man es weniger scharf machen können, vielleicht hätte man es nicht direkt nach dem Spiel machen müssen, vielleicht. Vielleicht schmeckt das auch besser aus einem Mund vom Spieler, der selber Leistung gezeigt hätte, seitdem er da ist. Auch das,
Aber inhaltlich, glaube ich, hat sich vieles von dem wahrscheinlich verfestigt von diesen Vorwürfen. Denn Knebel hat darüber geredet, man hat viel intern gesprochen und kam dann eben zu dem Schluss, dass es da nicht überbrückbar, nicht Differenzen gibt, das hat er nicht gesagt, sondern dass man da nicht mehr zusammenkommt. Und ich glaube, ich lese da rein, dass man mit der Mannschaft gesprochen hat und dass dieser Eindruck bestätigt hat. Von einer menschlichen und inhaltlichen Sackgasse gesprochen, in der Art und Weise, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Was man jetzt sagen muss. Eine menschliche Sackgasse ist natürlich auch ein Vorwurf, den man nicht haben will. Ich weiß nicht, ob Sackgasse der Begriff, aber menschlich und inhaltlich war irgendwie ein Endpunkt. Es klang so, als wäre menschlich auf jeden Fall auch ein Vorwurf mit dabei. Ja, also das ist einfach ein Endpunkt erreicht gewesen, an dem es nicht mehr weiterging. Was ich jetzt sagen möchte, ist, und das ist ein Bericht von einer Quelle, immer mit Vorsicht genießen, aber wenn man liest, was zumindest Bild respektive Sportbild geschrieben hat, was Thomas Reis selber versucht haben soll, um das Ruder auch mit der Mannschaft wieder rumzureißen, näher an die Mannschaft ranzukommen, dann geht es um Sachen wie, dass er mit der Mannschaft gesprochen hat, ob sie sich wohler fühlen in einem Viererketten-Setup oder mit einer Fünferkette, ob sie inhaltlich am Training gerne was ändern würden, eine andere Trainingszeit gerne hätten. Ging es ums Thema Videoanalyse, Angebot, die auf Individualebene zu machen, sogar nur mit Co-Trainer, wenn das nicht mit dem Cheftrainer passieren soll. Also viele, viele Angebote gemacht worden sein sollen, laut diesem Bericht. Und von der Mannschaft sei wohl nichts zurückgekommen, außer wir würden gerne ein bisschen weniger riskant anlaufen, ein bisschen defensiv zurückhaltender spielen. Und da muss ich halt sagen, wenn du als Trainer Angebote machst, wir wissen nicht, was alles dazwischen gelaufen ist, ob die Erde schon so verbrannt gewesen ist, aber was auch immer. Was ich sagen möchte ist, man macht es sich viel zu leicht, wenn man auf Thomas Reis den Finger zeigt und nicht gleichzeitig die Leute über ihm, also Vorstand und Führungsebene, aber auch die Leute unter ihm, also die Mannschaft selber mit in die Verantwortung nimmt. Ja, das Problem natürlich ist, glaube ich, dass wenn die Mannschaft sich das wünscht, nicht mehr ganz so aggressiv anzulaufen und nicht mehr, was ja wir tausendmal diskutiert haben, 1-gegen-1 über den ganzen Platz zu spielen, was ja, na, das ist ja, fällt ja in dieselbe Kategorie. Das ist, glaube ich, eine so grundlegende Geschichte im Reichsfußball, dass es da automatisch Differenzen mit sich bringt, die einfach schwer zu überbrücken sind. Sicherlich, und ich glaube auch, dass das, also er hat ja dann im Laufe der Saison oder jetzt hinten raus versucht, ein bisschen Kurskorrektur zu betreiben, was auch die Konsequenz und Aggressivität dieses 1-gegen-1-Pressings angeht. Aber es kam in meinen Augen zu spät. In meinen Augen musst du das eigentlich schon vor Saisonstart realisieren, dass das für eine Mannschaft, die oben mitspielen möchte, kein gangbarer Weg ist und einfach sich nicht trägt. Du hast in der Bundesliga schon gesehen, da gab es 6 von den Bayern, ein paar von Leverkusen, dass die Mannschaften, die eine fußballerisch gute Anlage haben, die schrauben dich auseinander. Ja. Weil wenn du 1-gegen-1 überall hin mitgehst, dann kann der Gegner dich im Prinzip so ziehen, wie er es braucht, um sich die Räume zu öffnen. Und genau das ist ja auch passiert. Und nicht von ungefähr ist Schalke nach Osnabrück erstens die schlechteste Defensive der Liga und hat sogar die meisten erwarteten Gegentore. Das heißt, man sieht einfach die Folge davon. Und davon musst du meine Augen abrücken. Es gibt auch Zwischenwege. Es gibt Mannschaften, die kombinieren ein raumorientiertes Pressing mit einer Mannorientierung situativ. Das gibt es, das ist möglich. Das heißt, es gibt auch einen Zwischenweg. Und diesen hätte man in meinen Augen nicht erst suchen müssen nach den Misserfolgen, sondern vorher wissen müssen, okay, das hier ist nicht gangbar für eine ganze Saison als Mannschaft, die aufsteigen möchte und irgendwie auch eine Struktur haben will. Weil du wirst so auseinandergeschraubt. Wir haben diese Screenshots gesehen. Christoph hat ja auch mal in einem Video gepostet, was wir schon mal über Schalke gemacht haben, wo Schallenberg allein auf weiter Flur ist, wo die Positionen getauscht sind. Eine Seite ist komplett offen, weil diese Mannschaft eben aufgrund der Art und Weise, wie sie angelaufen ist, total die Ordnung verloren hat. Ja, und das spiegelt die Tabelle jetzt wieder und heute dann in der PK Peter Knebel und Hechelmann wortführend im Zuge der Entlassung von Reis. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Geschichte Knebel-Schalke, ob das noch eine Wendung zum Guten nehmen kann. Wie denn auch? Ja. Ist quasi vorbei. Finde ich auch. Und der Vertrag ist ja auch, glaube ich, in 9 Monaten auslaufend. Die Wahrscheinlichkeit, dass der verlängert wird, tendiert aktuell wohl gegen 0. Und er hat heute in dieser PK, und ich kann ihm nicht mal inhaltlich wirklich Vorwürfe machen, aber der hat eine Genervtheit ausgestrahlt, eine Dünnhäutigkeit, eine, ich will nicht mal sagen Unsouveränität, aber ein insgesamt Vibe mir gegeben von einem geschlagenen Mann. Ganz einfach. Es gab und gibt 2 Leute im Fußball, bei denen man sich irgendwann geeinigt hatte, die sind fachlich vielleicht gar nicht so schlecht, aber Gott bewahre, bitte gib ihnen keine Kamera ins Gesicht, bitte gib ihnen kein Mikrofon. Ja. Und das sind für mich Michael Rechke gewesen. Ja, ich wusste ganz genau, dass Rechke der andere ist. Ja. Und Peter Knebel. Ja. Und dass Peter Knebel jetzt in eine Rolle gerutscht ist, wo er so oft einfach auch vor Kameras steht, für Schalke 04 spricht, das gibt einfach kein glückliches Bild ab, weil er, und wie du sagst, es geht nicht ums Inhaltliche, er kann da oft gar nichts für, aber er hat einfach eine Außenwirkung, die wirkt nicht unsouverän. Ja. Das wirkt einfach nicht souverän, ist einfach kein guter Repräsentant nach außen für diesen Verein. Das Problem ist ja auch, also erstens Vertrag bis 2024 und
gibt ja wohl auch Stimmen, dass man gerne vielleicht ihn auch schon vorher schassen würde, loswerden würde. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, oh mein Gott. Was ist, hast du gerade diesen Prank gemacht? Nein, das war Save and I Do in diesem einen ikonischen Video. Ja. Sagt er immer, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann werden gerade 250.000 Kinder. 250.000 Schalke aus Tunneln befreit. Ja. Wenn bei irgendeinem Club, dann bei Schalke. Ja. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, Bernd Schröder, der einer, also quasi CEO war, der ist ja im Juli, Ende Juli gegangen worden. Ja. Freigestellt. Und freigestellt worden. Aktuell gibt es zwei, die es interimsweise machen. Ich glaube, Knäbel und noch eine weitere Person. Mhm. Da fällt mir der Name gerade nicht ein. Tut mir leid, ich glaube, das ist eine Frau. Und das Ding ist, der Verein braucht formell zwei Vorstände. Das heißt, aktuell ist es, glaube ich, für eine Aufsichtsrat gar nicht möglich, Knäbel loszuwerden. Die brauchen quasi erst einen neuen CEO, bevor sie überhaupt das angehen können. Das heißt, der Verein ist auch in einer Position, wo, wie sie handlungsbedingt fähig oder unfähig sind, wo man auch sagen muss, das spricht auch wieder für Schalke und deren Strukturen, die halt borderline amateurhaft sind. Ja, es ist unglaublich, wie auf Schalke noch immer gearbeitet wird. Und jetzt sind wir an der Phase angekommen, wo wir über potenzielle Nachfolger reden werden, denn auch das wird natürlich wieder ein Thema bei Schalke 04. Und ich habe heute Morgen, als es rumgegangen ist, eine Gruppe mit dem Schalke-Fan geschrieben und dem Mainz-Fan. Der Mainzer ist nämlich der Meinung, dass Bo Svensson gehen muss. Und ich habe geschrieben, Moment, einer hier muss auch wieder Sandro Schwarz nehmen. Und heute auf der PK ist der erste Name, der fällt, ist Sandro Schwarz. Und gilt, ich glaube, ist es die Reaktion von Hechelmann, hat mir suggeriert, dass Sandro Schwarz auf jeden Fall ein Name ist, der intern besprochen wird. Hechelmann ist ja auch, glaube ich, der Grund dafür, warum der Name auf Schalke überhaupt kursiert, weil die haben, glaube ich, gemeinsame Vergangenheit aus Mainz, kennen sich da sehr, sehr gut und dementsprechend nahe liegt der Name Sandro Schwarz. Ich mag Sandro Schwarz weiterhin. Ich mag ihn auch, weil er ist menschlich über jeden Zweifel haben. Ja, und trotzdem ist sein Track Record deutscher Fußball einfach nicht gut genug, um in mir irgendwie den Glauben zu wecken, dass das jetzt der Mann sein könnte, der da irgendwie das Ruder rumreißt. Aber hast du irgendjemanden Spannenden? Also ich habe ja, also kurioserweise, gestern haben wir einen Frag Calcio veröffentlicht, die überordnete Frage war, wer könnte Thomas Reis auf Schalke ersetzen? Bruno L. Ja. Bei Bruno L. habe ich da auch schon gesagt, jetzt ist der Punkt gekommen, wo Schalke und Bruno Labbadia ungefähr in der Trajectory wieder treffen sich quasi begegnet haben. Also wie so zwei so Striche, die sich einmal kreuzen. Ja. Und so kommen sie jetzt zusammen. Jetzt, weil oft lange war Schalke zu groß. Ja. Dann war Bruno eventuell zu groß. Und jetzt gerade, glaube ich, könnte es passen. Ja. Gesund geschrumpft. Ansonsten muss ich sagen, wenn man jetzt nicht über so schöne Fantasien wie Van Nistelrooy oder sogar Raoul nachdenken möchte, dann finde ich, ist Robert Klaus eigentlich ein sehr naheliegender Name. Ist, glaube ich, auch der Name, den wir in den nächsten Tagen noch ein paar Mal lesen werden. Natürlich bei ihm auch eine Thematik, sehr, sehr junger Trainer. Ja. In einem der druckvollsten Umgebungen, die es so gibt im deutschen Fußball mit Schalke 04. Das kann da... Da kann man sich halt die Persönlichkeit, Bruno kann ich mir da besser vorstellen. Ne? Der hat eine sich innewohnende, der ruht in sich selbst, auch wenn er natürlich mal ausflippt und wenn er emotional wird, das macht er ja auch, aber Bruno ist einfach eine gesettelte Persönlichkeit. Robert Klaus ist noch ein junger Trainer, der eben noch bei Weitem nicht so viel gesehen hat. Er ist noch in der Trainerpubertät. Ist er wirklich, Und Bruno Labbadia ist schon, der ist schon fast in den Trainerwechseljahren. Ja. Und den einfach von der Persönlichkeit kann ich mir besser vorstellen. Ja, wobei man auch sagen muss, Bruno Labbadia, so sehr ich ihn formell mag, ist auf Stuttgart dann, als es nicht gut lief, hinten raus, auch mit der Krisensituation nicht gerade souverän umgegangen hat. Hat er seinen guten VAR-Rent auch abgelassen. VAR-Rent hat viel Schuld gesucht, an vielen Orten und Stellen, nur tendenziell nicht bei sich. Ja. Aber die Erfahrung hält er natürlich dafür. Und Bruno Labbadia hat im deutschen Fußball schon Leistungsnachweise erbracht, bei dem man zumindest glauben sollte, dass ein Aufstieg nicht im Bereich des Unmöglichen für ihn ist. Aber Robert Klaus fände ich spannend. Ich fände Robert Klaus spannend, weil er eben für den Fußball steht und vielleicht für eine Modernität seines Fußballs, die ein bisschen zeitgemäßer ist als das, was Thomas Reis versucht hat. Was man vielleicht machen müsste, ist Robert Klaus, so ein bisschen wie man Julian Nagelsmann, Sandro Wagner an die Seite gestellt hat, in einem kleineren Rahmen auf Schalke natürlich, irgendjemanden finden, der Persönlichkeit mitbringt, auf den sich sofort alle Schalke einigen können, sagen Daumen hoch, den finden wir gut. Büskens. Nur halt wirklich halt de facto so als so eine Art, also Sandro Wagner bringt ja auch Sportkompetenz mit. Ja. Vielleicht eher so eine Art, wo Co-Trainer draufsteht, aber Maskottchen drin ist, keine Ahnung. Ja. Was wäre denn der Name, wenn du dich jetzt festlegen müsstest? Was glaubst du, wer der Favorit ist? Weil für mich ist es Sandro Schwarz.
wer Favorit ist. Also nicht mein Favorit, sondern wer Favorit ist. Was denkst du jetzt gerade genau, wie wir am ehesten bei Schalke an der Außenlinie sind? Wenn ich bedenke, wie Schalke funktioniert und wie der ganze Fußballapparat funktioniert über Vitamin B und der kennt den, dann ist Sandro Schwarz aufgrund dieser offensichtlichen Hechelmann-Verbindung aktuell ein sehr, sehr naheliegender Name, ja. Ja, was hast du noch? Was ich noch habe ist, 7 Spieltage sind Rom, Schalke hat 7 Punkte, es sind aber nur 3 weniger, als sie zum selben Zeitpunkt in der Vorsaison hatten. Und in der Vorsaison? Vor 2 Jahren, sorry. Okay, in der letzten Zweitligasaison, als sie aufgestiegen sind, damals noch unter Gramozis. Unter Gramozis, damals nach den 7 Spieltagen, dann 4 Siege in Folge und nach diesen 4 Siegen am Stück stand man plötzlich wieder auf Platz 3. Ja. Was ich damit sagen möchte, es sieht aktuell so aus, fühlt sich ein bisschen so an. Es geht noch, aber das ist nicht verloren. Nein. Das ist nicht verloren, vor allem, weil... Vor allem, was haben die Ersten? 14 Punkte? 14 Punkte, genau. Na, das sind 7 Punkte Unterschied. Das kann ratzfatz gehen. Deshalb ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung, halt jetzt zu sagen, wir machen es jetzt. Meine größte Sorge, warum ich auch anfangs so aufgemacht habe, ich bin mir nicht 100% sicher, liegt weniger an der Personalie Thomas Reis, sondern an der Nachfolgerfrage. Das ist einfach, wo meine großen Zweifel herkommen. Aber es wird eine richtungsweisende Entscheidung für Schalke 04 werden. Das wird es werden und die darf oder sollte im Idealfall nicht auf der Trainerebene aufhören. Wenn das diese Saison nicht möglich ist, muss sich der Verein, glaube ich, auch im operativen Bereich oberhalb des Trainers zum neuen Jahr, zur nächsten Saison neu aufstellen. Stand jetzt geht es darum, jemanden zu holen, der kommt und sofort Erfolge liefert. Weil dann, glaube ich, auch daran muss man die Saison nicht abschreiben. Der Kader hat auch Baustellen. Ich finde die offensiven Flügel weiterhin unterbesetzt. Ich finde viele Verletzte auch, aber ich finde auch zum Beispiel die Innenverteidiger sind zwar in der Breite vorhanden, aber qualitativ ist es nicht sonderlich beeindruckend, was da rumläuft. Also im Kader wurden auch Fehler gemacht und Dinge nicht so aufgestellt, wie man es sich wünschen würde. Aber trotzdem hat Schalke eine Mannschaft, die in der Lage sein muss, wenn du die erste Elf aufstellst, die beste Elf oben mitzuspielen. Ja. Also ich würde sagen, es ist noch nicht alles verloren. Glaube ich auch. Und wir behalten es natürlich für euch im Blick. Eure Meinung zur Entlassung von Thomas Reis bei Schalke 04 gerne in die Kommentare. Ja. Das war's für heute, oder? Yes. Macht's gut. Glück auf.